Ja, herzlich willkommen zu diesem letzten Podium des Tages. Schön, dass Sie noch alle hier geblieben sind oder neu dazugekommen sind. Der Tag ist ja schon ziemlich lang, merke ich gerade. Aber jetzt soll es noch dieses Abschlusspodium geben zur Frage Ungleichheit gleich Armut gleich Verletzung der Menschenrechte. Was tun gegen soziale Ungerechtigkeit? Und das ist jetzt ja nochmal ein sehr allgemeiner Aufschlag. Wir hatten das heute Nachmittag schon mal, sind wir schon mal in die Tiefen des Sozialpaktes gegangen. Jetzt aber mit einer ganz neuen Konstellation, und ich glaube, dass nochmal viele Aspekte des Tages hier zusammenkommen und wir auch nochmal gemeinsam auf die Frage kommen, was bedeutet das jetzt, ist das, wie hängt das auch mit einer Krise der Demokratie zusammen? Also wir versuchen, das Thema ein bisschen nochmal zu bündeln und politisch zuzuspitzen, könnte man sagen. Dafür eingeladen, ich freue mich sehr, ist Herr Michael Windfuhr. Er ist stellvertretender Geschäftsführer, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Entschuldigung. Herr Windfuhr wird gleich anfangen, denn er ist interessanterweise in dem UN-Ausschuss, der diesen Sozialpakt überprüft, und kann uns also genauer erzählen, was sein Institut für eine Rolle darin spielt und auch wie sie da arbeiten, nach welchen Kriterien und was überhaupt dann die Kritik nicht nur an der Bundesregierung, an der deutschen Sozialpolitik ist, sondern überhaupt die Frage von Menschenrechtspolitik und sozialer Ungleichheit beantworten. Vielen Dank, dass Sie hier sind, der Experte für Menschenrechtspolitik. Dann ist zu meiner Rechten hier Jacqueline Nastic. Sie ist Abgeordnete für die Linksfraktion im Bundestag und dort menschenrechtspolitische Sprecherin und eben auch, ja, das erklärt sich dann, glaube ich, schon alleine, hier die Expertin aus der Linksfraktion. Sie wird dann auch noch mal zu den politischen Konsequenzen und zu den konkreten Forderungen natürlich auch sprechen. Links von mir, ich glaube, ich muss sie eigentlich nicht vorstellen, aber ich tue es natürlich trotzdem, Professor Dr. Gesine Schwan. Sie steht jetzt hier als Politikwissenschaftlerin natürlich. Ich glaube, wir kennen sie alle als öffentliche Intellektuelle der SPD und in wichtiger Funktion als Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Dazu wird sie, glaube ich, auch noch mal was sagen, denn natürlich spielt die Sozialdemokratie und ihre Tradition und auch die Rolle der Solidarität, auf die Sie dann vielleicht noch eingehen werden, eine besondere Rolle in dieser Frage von Ungleichheit und Armut. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Und zuletzt, last but not least, Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ich glaube, zu Ihnen muss ich auch nicht viel sagen, weil Sie in letzter Zeit sehr, sehr stark medial auftreten. Zumindest in meiner Wahrnehmung sind Sie eine der stärksten Stimmen, die eigentlich ständig zu allen sozialen Ungerechtigkeiten sprechen und sehr pointiert sprechen. Ich hoffe, das machen Sie hier heute auch. Und Sie sind natürlich als Vertreter der Sozialverbände hier auch nochmal, um zu sprechen, was ist die Rolle der Sozialverbände dann auch in dieser allgemeinen Problematik. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Mein Name ist Ines Schwertner, ich bin in der Chefredaktion des ADA-Magazins. Das ist ein junges sozialistisches Online-Magazin nach dem Vorbild des amerikanischen Jacobin-Magazins. Ihr könnt es euch ja mal anschauen. Eine linke Stimme der Vernunft. So. Gut, genug Werbung dazu. Wir machen zwei Fragerunden und wollen danach aus der Erfahrung des ersten Podiums auch nochmal das Podium öffnen und dann auch gern Fragen aus dem Publikum zulassen. Das heißt, ja, zwei Fragerunden jetzt zunächst. Einmal ganz allgemein, ich hatte es schon gesagt, Herr Windfuhr, Sie vom Institut für Menschenrechte sitzen in dem UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und wissen also genauestens Bescheid zu dem Bericht, den oder zu den dringlichen Ratschlägen, die die deutsche Bundesregierung bekommen hat, aber wissen natürlich auch, wie überhaupt die Menschenrechtsproblematik, also wie Armut überhaupt diskutiert wird hier in Deutschland oder auch global. Wird Armut überhaupt als Menschenrechtsproblematik wahrgenommen? Wie stehen Sie dazu? Was ist
was ist gerade der Diskussionsstand in Deutschland dazu und wie ist Ihre Wahrnehmung da aber eigentlich in den Vereinten Nationen? Erstmal guten Abend. In der Tat freue ich mich sehr, dass die Veranstaltung gerade das Thema Armut nicht nur aus sozialpolitischer Perspektive anschaut, sondern aus einer menschenrechtlichen Perspektive. Und vielleicht ist es gut, darüber nochmal nachzudenken, was macht das eigentlich aus oder warum ist das so wichtig? Interessanterweise ist es so, dass die sozialen Menschenrechte, die wirtschaftlichen Menschenrechte, genauso wie die bürgerlichen politischen Rechte in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die jetzt am 10. Dezember 70 Jahre alt wird, beide drin vorkommen. Damals hat man die Menschenwürde, die im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht, nur so verstanden, dass man sie eigentlich nur umsetzen kann, wenn beides realisiert ist und nicht nur das eine oder nur das andere. Ja? Und oft genug haben wir darüber gestritten, was ist jetzt wichtiger. Ja? Und ich glaube, wenn man zurückblickt, dass es gerade nach dem sozusagen Desaster von Nazi-Deutschland möglich war, das zusammenzusehen, ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Ja. Es hat dann leider im Kalten Krieg zu einer Aufspaltung geführt. Man konnte sich nicht mehr einigen, einen Menschenrechtsvertrag zu machen, der dann bindend ist. Das ist ja nur eine allgemeine Erklärung. Man hat dann zwei Verträge gemacht und dann gab es lange Zeit eher Unterschriften des Westens für den Vertrag für bürgerlich-politische Rechte und des Ostens für wirtschaftlich-soziale, kulturelle Rechte. Der Westen warf dem Osten vor, es gibt den Archipel Gulag und die Verfolgung von politischen Andersdenkenden. Der Osten warf zurück, es gibt Obdachlosigkeit und Armut in Hamburg sozusagen. Und in der Debatte hat sich das Thema soziale Menschenrechte im Grunde in der UNO lange nicht bewegt. Und erst mit dem Ende des Kalten Krieges, wir haben auch die zweite Menschenrechtskonferenz der UNO erst 1993 gehabt, also nach dem Ende, nach dem Fall der Mauer, war es überhaupt möglich, darüber nachzudenken. Man hat dann nochmal bekräftigt, wie wichtig die Unteilbarkeit ist. Das heißt, wir haben einen enormen Nachholbedarf bis heute, über soziale Menschenrechte als Menschenrechte zu reden. Wir sind das gar nicht so gewöhnt. Viele der sozusagen Rechtskommentare, die mein Ausschuss seitdem geschrieben hat, sind gerade mal 10, 15 Jahre alt. Und selbst das Verfassungsgericht hat sich im Grunde erst seit 2010 mit der Hartz-IV-Entscheidung das erste Mal auch mit sozialen Menschenrechten beschäftigt und ein Recht auf Existenzminimum festgelegt, zum Beispiel in dem Urteil oder erkannt. Ich glaube, das ist eine sehr neuere Entwicklung. Und interessanterweise sind die ganzen sozusagen Verfassungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, in Deutschland, in Indien, man könnte viele nehmen, genauso geschrieben. Sie haben vor allen Dingen bürgerlich-politische Menschenrechte im Fokus und die wirtschaftlich-sozialen in Deutschland als Sozialstaatsprinzip dann nach dem Grundrechtskatalog direkt danach. Alle moderneren Verfassungen, nimmt man mal die von Südafrika 94 oder viele in Lateinamerika nach den Militärdiktaturen oder Myanmar zuletzt, haben alle natürlich beide Rechtskataloge immer drin. Ja, das heißt, es gibt eine Rechtsentwicklung, die aber immer noch im Entstehen ist. Das Verständnis davon ist wichtig. Und vielleicht an der Stelle mal beginnen, damit zu sagen, was so wichtig ist, ist, dass wir dann nicht mehr darüber reden, wenn der Staat mal Geld hat, gibt er dann auch Menschen was, sondern dass er eigentlich die Verpflichtung hat, zu gucken. Und im Artikel 2 des Paktes steht, der Staat muss das Maximum der verfügbaren Ressourcen einsetzen. Da wird gar nicht was Utopisches verlangt. Aber er muss prüfen, dass er das Maximum der verfügbaren für besonders benachteiligte Gruppen einsetzt. Das ist im Grunde der Prüfauftrag. Für mich in so einem Ausschuss für wirtschaftlich, soziale, kulturelle Rechte, wir hatten in der gleichen Sitzung nicht nur Deutschland, sondern auch die Kapverdischen Inseln oder Mali oder Turkmenistan in der Überprüfung, ist natürlich die Menge der Ressourcen, die da ist, total unterschiedlich für diese Länder. Und trotzdem gibt es in all diesen Ländern übersehene Bevölkerungsgruppen, ja, Diskriminierungsformen, ja, Leute, die ausgeschlossen sind von bestimmten Entwicklungen. Und das müssen wir anschauen. Wir können das also anschauen im Vergleich zu dem Einsatz der verfügbaren Ressourcen für diese besonders benachteiligten Gruppen. Ja, und wenn wir dann eben Thema Armut zum Beispiel eine unterschiedliche Lebenserwartung haben, nach Armutsgruppen, die fast 10 Jahre differiert, ist das natürlich ein Tatbestand, der im Grunde nicht akzeptabel ist. Ja, das ist offensichtlich, dass wenn jemand arm ist, einfach 10 Jahre weniger lebt. Und die OECD hat gerade eine Studie herausgebracht, dass das im Schnitt aller Industrieländer immerhin 8 Jahre sind, in Deutschland sogar noch ein bisschen mehr. Deutet das schon darauf hin, dass wir darüber nachdenken müssen, dass offensichtlich das Instrumentarium der Förderung an bestimmten Gruppen einfach vorbeigeht oder sie systematisch nicht erschließt. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Es geht um die verfügbaren Ressourcen. Wie werden sie eingesetzt? Ein südafrikanisches Gericht hat vor wenigen Jahren mal den Begriff verwendet, werden die Mittel most reasonable eingesetzt, also am
vernünftigsten sozusagen für die besonders benachteiligten Gruppen. Die hatten den Fall, dass eine Gemeinde, die obdachlos war oder wohnungslos war, geklagt hatte und sagte, wir brauchen im Grunde Zugang zur Wohnung. Und dann der Stadtrat gesagt hatte, wir haben kein Geld mehr, ist schon alles ausgegeben. Und dann hat der Richter reingeschaut und hat festgestellt, aha, sie haben aber vor allen Dingen Mittelschichtszonen gefördert und die besonders Armen übersehen, hat er gesagt, ihr habt das Geld nicht most reasonable eingesetzt im Sinne des Sozialpaktes und das muss sich verändern. Ich glaube, das ist das Nachdenken, was es so gut macht, über Menschenrechte zu sprechen. Ja. Vielleicht doch als Letztes für diesen Staat, was natürlich besonders wichtig ist, wenn Menschen Rechtehalter sind oder sozusagen, wenn man über die Rechtsposition von Menschen spricht, verändert sich was sozusagen nicht nur in der Eigenwahrnehmung von dem, was man ist nicht mehr bedürftig abgehängt, sondern man hat eigentlich einen Rechtsanspruch darauf. Es hat aber auch sehr viel damit zu tun, wie der Rest der Gesellschaft Menschen entgegentritt. Ja, also wie wird man eigentlich behandelt? Würde ist nicht nur etwas, was man verordnet per Rechtssystem. Es muss natürlich gelebt werden. Es muss gelebt werden in jedem Amt, wo man hingeht. Es muss aber auch gelebt werden natürlich im Alltag unserer Gesellschaft. Ja, auch da gibt es, glaube ich, riesige sozusagen Defizite darin, alle Menschen gleich zu behandeln. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, von einer rechten Perspektive darüber zu sprechen. Es erlaubt zu sagen, der Staat hat Verpflichtungen diesen Bürgern gegenüber, denen muss er nachkommen. Und das, was der Rahmen des Paktes ist, ist eben nicht zu sagen, es ist ein unmöglicher finanzieller Rahmen, nur wenn man ganz reich ist, kann man sie umsetzen. Nein, es geht darum, die Vernünftigkeit, die Reasonableness des Mitteleinsatzes zu prüfen. Ja, und ich glaube, das ist das, was ansteht. Und darum macht es so Sinn, Sozialpolitik eben auch von der Menschenrechtsperspektive zu diskutieren, weil das die Perspektive verändert. Die Perspektive verändert auf besonders Benachteiligte, auf ihre Rechtsposition und auf den Staat, der die Verpflichtung hat, zu identifizieren, wer ist eigentlich besonders betroffen. Wie kümmere ich mich um den? Kümmere ich mich überhaupt um den? Kümmere ich mich angemessen um den? Und wirken die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, eigentlich vernünftig? Das ist das, was im Grunde unser Ausschuss immer von Staaten prüft. Und das können wir eben machen bei einem Land wie Mali, wenn dann der Staat gar nichts ausgibt für Wohnungspolitik oder 1% des Budgets. Ist das vielleicht genauso, wie wir prüfen müssen, selbst wenn wir relativ viel ausgeben unseres Bruttosozialprodukts, warum kommen das bei bestimmten Gruppen nicht an? Und darüber nachzudenken, was sind deren Situationen und Probleme, da kann eben der Menschenrechtsansatz so viel helfen. Ja, vielen Dank. Daran direkt anschließend, als menschenrechtspolitische Sprecherin kann Jacqueline Nastisch, glaube ich, sehr gut. Ich muss dazu noch sagen, ich frage gleich nach der Verantwortung der Bundesregierung und muss noch einschieben, das habe ich eben vergessen, dass natürlich eigentlich hier noch ein Platz frei wäre. Und Sie sehen auch auf der Tafel, dass auch jemand eingeladen war aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, was natürlich die Frage nach der Verantwortung der Bundesregierung wäre natürlich schön gewesen, hätten wir sie jetzt nicht nur stellen können an eine Oppositionspolitikerin, sondern an eine Person aus dem Bundesministerium. Da ist leider niemand gekommen. Insofern, jetzt können Sie also komplett ausschöpfen, dass Sie dazu sprechen können. Und ja, was ist Ihr Verständnis von Menschenrechtspolitik in Bezug zu den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechten? Was ist die Verantwortung der Bundesregierung? Und was sind jetzt auch konkrete Schritte, die diese tun müsste? Ja, schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Zunächst einmal ist das natürlich ein Zeichen, dass keiner hierher kommt. Wir haben an diversen Stellen wirklich nachgefragt, bis hin zum Innenministerium. Es hat sich einfach keiner gefunden, der hierher wollte. Das andere ist, ich bin ja seit einem Jahr Bundestagsabgeordnete, also man wird ja nicht als Bundestagsabgeordnete geboren, Gott sei Dank. Und ich muss eins sagen, es ist erstaunlich, der Menschenrechtsausschuss ist ja nicht öffentlich. Wir haben gleich beantragt, dass er öffentlich gemacht wird. Wie soll man über grundlegende, elementare Menschenrechte nicht öffentlich sprechen? Das konnte mir bis heute keiner erklären. Tatsache ist, dass man das nicht möchte, also ist der Ausschuss weiterhin nicht öffentlich. Und was die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte anbelangt, dafür sind natürlich die Staaten verantwortlich und dafür sind die Regierungen verantwortlich. Und sie sind auch ein Grundpfeiler und eine Grundbedingung für ein selbstbestimmtes Leben. Auch das hattest du ein bisschen, Michael, angesprochen.
Und wenn man sich die Lage und auch die Berichte, die gerade der Abschlussbericht vom Sozialpakt und Sozialausschuss anschaut, ist das wirklich eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung. Und man konnte auch in den Parallelberichten, in dem 5. Parallelbericht auch ganz gut nachlesen, und das, der Abschlussbericht bestätigt das, dass Hartz IV eine massive Umverteilung von unten nach oben ist. Und wenn dann angeprangert wird, eben, dass zum Beispiel die grundlegendsten Dinge fürs Leben unter Hartz IV nicht gewährleistet sind, dass der Satz zum Beispiel fürs Wohnen überhaupt nicht ausreichend ist, dass, dass für die Kinder nicht genug Geld da ist, zeigt es, wie es in einem der reichsten Länder eigentlich der Welt bestellt ist. Warren Buffett hat ja mal gesagt, es herrscht Klassenkampf und meine Klasse gewinnt. Und ich glaube, hier sieht man das doch eigentlich sehr gut. Und ich finde, die Politik muss endlich einschwenken. Und es ist eigentlich eine Riesenschweinerei. Ich komme ja aus Hamburg, es ist die Hauptstadt der Millionäre und Milliardäre und die Hauptstadt der Altersarmut. Es gibt kaum einen Bahnhof, wo man nicht Menschen sieht, dass sie nach Flaschen sammeln und wühlen in den Mülleimern. Letztens hatte ich auch eine Diskussion, weil ein Mann neben mir angehalten wurde und fast einen Strafzettel deswegen am Bahnhof bekommen hat. Und als ich mich dann einschaltete mit einem jungen Genossen, hat dann der Bahnhofswächter dort davon abgesehen. Aber hätte dem Mann noch über 20 Euro Strafe auferlegt dafür, dass er nach Flaschen sammeln muss. Ich fand das unglaublich, dass es so weit gekommen ist, dass Menschen so arm sind, dass sie A sammeln müssen und B dafür noch bestraft werden mit einer Strafe. Und das andere ist natürlich, wir haben in Hamburg Straßenzüge, in denen jedes zweite Kind in Armut lebt und gleichzeitig Blankenese 5 Kilometer weiter, wo Menschen hinter Mauern und Kameras leben. Und ich finde, es ist eine grundlegende Sache, dass wir mal darüber diskutieren, dass Menschenrechte geltendes Recht sind, dass die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte keine Wohlfahrt oder kein Brosamen an die Bevölkerung sind, sondern dass sie im Grundgesetz stehen, dass sie in der Menschenrechtscharta stehen, und natürlich fordern wir als Linke, dass endlich das Fakultativprotokoll unterschrieben wird. Die Regierungen, die vorherige und jetzige, drücken sich seit Jahren darum, das Fakultativprotokoll zu unterschreiben, weil danach diese Rechte von den Menschen hier einklagbar würden, was natürlich ein Riesenproblem für die Regierung darstellen würde. Und was wir als Linke gerne möchten, ist, dass diese auch ins Grundgesetz geschrieben werden. Es kann ja nicht sein, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt in so einer gespaltenen Gesellschaft leben und wie gesagt Menschen nach Flaschen sammeln müssen und gleichzeitig andere nicht mal mehr wissen, wohin. Oder Heiner Geißler hat ja mal gesagt, Geld ist wie Dreck da. Es muss nur gerecht verteilt werden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das schließt jetzt sehr gut an die Frage, die ich an Frau Schwan direkt am Anfang habe. Ich habe mir noch mal ältere Artikel von Ihnen durchgelesen, darunter ein, der, das muss man zum Kontext sagen, vor über einem Jahr war, als noch nicht ganz klar war, also das vor der Bundesregierung, vor der Bundestagswahl, als noch Martin Schulz, als es so aussah, als könnte er tatsächlich Kanzler werden. Und zu dem Zeitpunkt haben Sie schon in der Zeit geschrieben, dass Hartz IV ein Fehler war und dass man erkennen muss, was davon fehlerhaft war und was man an der Agenda-Politik kritisieren muss, dass die Prozesse von Deregulierung und neoliberaler Politik zu Verwerfung geführt haben, die auch überhaupt, also da war auch die AfD schon in Landtagen, Sie haben das in dem Artikel auch schon erwähnt, aber noch nicht so schlimm, wie wir jetzt tatsächlich das erlebt haben nach der Bundestagswahl. Sie haben das aber schon vorhergesehen in diesem Artikel und haben auch schon geahnt, dass die SPD da mit sich, naja, ins Reine kommen muss und sagen muss, was war daran fehlerhaft, was müssen wir verändern. Wie beurteilen Sie das jetzt? Also wie sehen Sie das jetzt auch vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Debatte? Also wieso konnte man nicht verhindern, dass die Ungleichheit so groß wurde? Was ist jetzt der Auftrag nicht nur der SPD, aber auch der anderen linken politischen Parteien, dieses aufzufangen? Also welche Bewegung sehen Sie da gerade? Also man hätte das schon verhindern können, man hat es nicht verhindert. Und mir ging es da in dem Artikel erstens darum, darauf hinzuweisen, dass
das Problem oder ein Grundproblem, fundamentales Problem von Hartz IV ja war, dass man den Arbeitnehmern praktisch die Verantwortung und die Schuld zugeschoben hat, wenn sie keine Arbeit gefunden haben. Es war aber rein quantitativ ja schon sehr deutlich, dass das gar nicht möglich war auf dem Arbeitsmarkt, dass da alle Millionen verschwinden würden. Das heißt, die immaterielle, die psychische, moralische, im Grunde Anklagesituation, man muss die faulen Säcke sozusagen zur Arbeit treiben, das war in meinerseits die schlimmste Kränkung. Und das hat auch in meinerseits politisch dazu geführt, dass Sie als Partei bestehen. Das würde Gerhard Schröder so nicht akzeptieren. Weil ich bin nicht in der Linkspartei. Ach so, okay. weil es ja immer noch diese Idee gibt, die ich für völlig falsch halte, dass das dazu beigetragen hat, dass die Arbeitslosigkeit überwunden worden ist. Es gibt viele Argumente, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Aber jedenfalls diese generelle Verunsicherung, dass man nach einem Jahr sozusagen alles los ist und dass alles nicht zählt, was man vorher gemacht hat und dass man die Schuld denen gibt, die keine Arbeit gefunden haben. Nun gibt es natürlich auch unter armen Menschen faule Menschen. Es gibt aber auch unter reichen Menschen viele faule Menschen. Das heißt, diese Zuordnung, denen muss man sozusagen mächtig einen reingeben, ist erstens überhaupt nicht der Sache nach plausibel, menschlich nicht akzeptabel und für eine sozialdemokratische Partei hat es auch dazu geführt, im großen Teil, dass sie so an Anhängerschaft und Unterstützung verloren hat. Was ja eigentlich zeigt, dass nach einer längeren Weile die Demokratie auch funktioniert. Dadurch, dass wenn Sie jetzt nicht mit diesen Wahl- und Demografieergebnissen, demoskopischen Ergebnissen traktiert wäre, meine Partei, was mir natürlich auch zu schaffen macht, dann würde sie vielleicht nicht so rigoros über Hartz IV nachdenken. Das heißt, da gibt es die Korrekturen durch Wahlen und das wiederum ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Demokratie. Es ist zugleich eine letzte Betonung dafür, dass die SPD nachdenken muss darüber und Andrea Nahles hat ja auch das sehr grundsätzlich gesagt, dass es darum geht, eben ein neues Sozialstaatsmodell oder einen neuen Sozialstaatsansatz zu bringen. Es ist nicht so ganz klar, was das ist, aber was interessant ist, dass sie eine eigentlich nicht sozialstaatlich im engeren Sinne Charakteristik gegeben hat, nämlich dass das Neue daran sein muss, dass die Menschen sich sicher fühlen und nicht unter Druck fühlen dürfen, dass sie es nicht als ein Gnadengeschenk ansehen müssen, wenn man ihnen hilft, sondern dass diese Sicherung ein Recht ist. Und das verweist auf eine Grundvorstellung, die in meiner Sicht in der gesamten Tradition der Sozialdemokratie angelegt ist, nämlich, dass die individuelle Haltung der Solidarität sich institutionalisiert und dass der Unterschied zwischen einer Caritas und einer barmherzigen Politik und die Caritas ist mir als Katholikin und noch dazu als Praktizierender sehr wichtig, aber der Unterschied zum sozialdemokratischen Verständnis ist, dass die Armut nicht individuell zuordnet, sondern dass man sagt, das hat systemische Gründe und deswegen muss es auch systemische Antworten geben und deswegen gibt es ein Recht darauf im Sozialstaat und so weiter. Also das ist der Grundansatz gewesen und der ist damals von Gerhard Schröder im Zuge einer großen neoliberalen Wende, ich weiß, der Begriff ist abgegriffen und eigentlich müsste man neoliberal sagen, weil auch die Ordoliberalen sich neoliberal genannt haben und so weiter, aber das ist, glaube ich, jetzt Kleinkram im Moment. In diesem Zuge hat die Sozialdemokratie eben etwas gemacht, was ihr nicht gut getan hat, vom Grundansatz her. Und es ist jetzt interessant, ich finde ja immer, dass man den Balken im eigenen Auge genauer sehen soll als den Splitter im anderen. Das kann jedem ganz gut tun. Dass es bis heute meines Erachtens in der Sozialdemokratie durchaus eine Tendenz gibt, die da sagt, naja, den Arbeitslosen muss man auch Beine machen.
bin mir nicht ganz sicher, es betrifft nicht Sie persönlich, ob es in der Linken überhaupt keine solche Tendenz gibt. Mit anderen Worten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch Spurenelemente des autoritären Charakters in der linken Partei vorhanden sind, aber nur Spurenelemente natürlich. Und das heißt, das ist ja die Menschenbildfrage, die dahinter steht. Da muss man auch ran. Und das macht es auch der SPD nicht leicht, einmal weil sie sich lange damit identifiziert hat, aber auch weil dieser fundamentale Punkt angegriffen werden muss. Und das macht es jeder Partei schwer, die sich einmal in Regierungsverantwortung begeben hat und dann angefangen hat, ach du liebe Neune, jetzt geht's los mit den ganzen Kompromissen, die wir machen müssen und so. Also es steht Ihnen ja noch bevor, in Ländern sind Sie es, machen Sie es ja schon und da haben Sie auch manchmal schon bittere Quittungen gehabt dafür. Also das ist schon ein Grundproblem auch der Regierungsverantwortung. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass dieser Gedanke des Rechtsanspruchs auf Sicherheit gegen systemische kapitalistische Krisen und Ungerechtigkeiten und so weiter wieder um sich greift und nicht so eine Kultur, die da meint, eigentlich müsste man alles dem Markt überlassen und wer nicht gut gedeiht, der ist selbst dran schuld. Das hat man ja europapolitisch auch gemacht. Und einen kleinen Punkt noch, ich hatte neulich eine Podiumsdiskussion, wo es um die Nachhaltigkeitsziele geht, ging und auch überhaupt um Nachhaltigkeit, Klima und so. Und da gibt es einen neuen Bericht des Wuppertal-Instituts und der geht davon aus, als Basis, dass es ein gleiches Recht auf Würde und ein würdiges Leben gibt. Und das ist ja sozusagen die Grundlage der Menschenrechte. Und einer der Debattanten da wollte nicht dran mit dem gleichen Recht auf würdiges Leben und auf Würde, weil er behauptete, das würde also eine Verwirrung bedeuten und auch eine Unehrlichkeit, denn es sei ja klar, dass man in Deutschland eine andere Möglichkeit hat, ein würdiges Leben zu führen als in der Sahelzone. Das war eine heftige Diskussion, die da stattfand. Das war nicht im Rahmen der SPD, sondern da ging es um Nachhaltigkeitsziele. Und er wollte das durch Achtung ersetzen, dass jeder Mensch Achtung verdient. Und da habe ich gesagt, ja, Sie können den Obdachlosen unter Brücke achten als Menschen, aber nicht sich aufgerufen fühlen, daran was zu ändern. Das wird ja erst wichtig, wenn es ein Recht darauf gibt, anders zu leben. Wenn Sie ihn nur achten, ist schon schön, nicht? Aber ist nicht wirklich, also ich sage das ironisch, aber es ist nicht das. Und das heißt, der Rechtsanspruch nicht im positiv gesetzten Recht, aber im Menschenrecht, im theoretischen menschenrechtsgesetzten Sinne, ist schon ein kapitaler Unterschied zu allem, was man so humanitär erzählt. Und er enthält nämlich den Handlungsauftrag. Während sonst kann man da diese Achtung wunderbar vollziehen und dann weitergehen und gut essen gehen oder so. Also dieser Punkt ist mir schon wichtig. Im Übrigen sehe ich das dann mehr noch im politisch-demokratischen Kontext, aber vorerst müssen wir hier die Substanz des Sozialstaates hören von meiner Linken, von Herrn Schneider, der das alles sagen wird und dann kann ich vielleicht dazu noch was sagen. Ja, gut. Genau, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn Sie auch nochmal, weil das vielleicht auch gar nicht allen so ganz klar ist, was Sie als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes dann eigentlich dann tun. Was ist die Rolle der Sozialverbände jetzt in dieser Frage? Also wirklich, welche Rolle spielen Sie da? Welche Rolle sehen Sie da? Und vielleicht gleich, um es ein bisschen konkreter zu machen, Sie haben gerade ja eine Kampagne, die sich eben auch nicht zufällig wahrscheinlich um Menschenrechte dreht oder die zumindest Mensch, du hast recht, so heißt sie auch, die verschiedenen Politikfelder abgeht, aber unter diesem Schirm von Menschenrechten. Also Sie haben dann unter Materialien zum Thema Wohnen, Bildung, Gesundheit, Teilhabe, Selbstbestimmung, aber eben alles unter diesem Menschenrechtsaspekt. Wie kam das jetzt dazu, dass Sie sich auch auf das Menschenrecht als dieses Dachthema für diese Kampagne entschieden haben? Wie gehen Sie da jetzt durch? Was bedeutet diese Kampagne? Was machen Sie genau? Ja, diese Kampagne ist eine innerverbandliche Kampagne, die geht nicht nach außen, nur ganz wenig. Sondern diese Kampagne richtet sich in der Tat in erster Linie an unsere 10.300 Mitgliedsverbände, die wir haben, mit ihren 700.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und diesen Millionen von Ehrenamtlern. Wie kommen wir dazu? Die Kampagne ist hervorgegangen aus einer
Ökonomisierungswertediskussion, die wir im Jahr 2017 geführt haben, oder 16, 17, wo wir nochmal Mut machen wollten, gerade den Leuten in der Praxis, Sozialarbeitern, Pflegern, so sich zu erinnern, bei all den ökonomistischen Drangsalierungen, denen sie ausgesetzt sind, sich zu erinnern an ihr Berufsbild, an ihre Wertigkeit und auch dafür einzustehen und sich auch wieder deutlich zu machen, also, oder, dass wir als Verband hier auch an bestimmten Dingen einfach Widerstand zeigen müssen. Also wenn eine Pflegekraft überhaupt nicht mehr erfolgreich sein kann, weil sie überhaupt keine Zeit mehr hat, sich Menschen zuzuwenden und immer ihr eigenes Selbstbild und Berufsbild und Berufsehre verleugnen muss, dann kann das ja nichts werden. Das ist ja mit einer der Gründe, warum Leute so früh aus dem Pflegeberuf wieder rausgehen. Oder warum Pflege auch krank macht. Das hat nicht nur was mit körperlicher Belastung zu tun, aber hat auch was damit zu tun, dass ich permanent diesen psychischen Spagat aushalten muss. Immer die Tür zu machen bei Pflegebedürftigen, obwohl ich weiß, ich müsste eigentlich da bleiben. Das kann einen schon fertig machen. Und da haben wir damals angesetzt und haben über unsere Werte gesprochen, über unsere Haltungen. Und dann kamen wir in dem Prozess auf den Begriff der Würde, genau auf den Begriff. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir in Deutschland einen ganz seltsamen Begriff von Würde haben. Wir reden immer, wenn wir von Würde sprechen, dann reden wir immer von Mindeststandards. Das ist völlig absurd im Grunde genommen. Die Würde ist eingehalten eines Menschen, wenn wir ihm 419 Euro geben plus Wohnkosten. Die Würde ist eingehalten, wenn jemand im Knast sitzt und der kriegt so und so viel Quadratmeter und wird zweimal am Tag in den Hof oder hat die Möglichkeit, sich zu beschäftigen. Die Würde ist eingehalten, wenn wir Einzelzimmer haben in der Pflegeeinrichtung, unabhängig davon, wie viele Pflegekräfte überhaupt da sind. Also wir haben immer Mindeststandards. Und demgegenüber haben wir sehr stark diskutiert den Begriff der Gleichwürdigkeit von Menschen. Es kann ja, also wenn man ausgeht von dem Ideal der Aufklärung und sagt, jeder ist seinesgleichen, und der Christ mag sagen, jeder ist Geschöpf Gottes, und der Sozialist sagt, keines Knecht, keines Herrn. Jeder hat da so seinen Begriff. Aber der Christ auch. Den Herrn hat er schon, aber der ist ganz weit oben. Nein, aber wenn wir in der Tat sagen, jeder ist seinesgleichen, dann kann es kein zweierlei Würde geben, dann kann es auch kein Mindestmaß an Würde geben. Dann ist die einzig akzeptable Form, miteinander umzugehen, die Augenhöhe. Und wenn ich da an dem Punkt angelangt bin, dann wird es für Sozialarbeiter und für den Wohlfahrtsverband ja ganz spannend. Denn Wohlfahrtsverband, der neigt, wie Frau Schwan es ja dargestellt hat, dazu, karitativ zu arbeiten. Und Sozialarbeiter verstehen sie auch häufig so. Da kommt jemand, der ist ganz beladen und dem muss ich jetzt helfen. Das höchste der Gefühle ist, ja, es geht ja immer um Privilegien. Wir haben fast immer mit unterprivilegierten Menschen zu tun. Wir haben immer mit Ungleichheit zu tun und mit den Menschen, die unten auf der Sprosse sind. Und nun, wie geht ein Sozialarbeiter oder ein Wohlfahrtsverband damit um? Entweder er sagt, ich helfe mal so, dass er über die Runden kommt, Schlafnotstätte und was weiß ich. Oder aber ich will ihn befähigen, dass er selber in diesem System seine Chance erhält, rauszukrabbeln aus seiner Unterprivilegierung und es zu was zu bringen. Und wenn wir konsequent den Begriff der Gleichwürdigkeit nehmen, wenn wir konsequent sagen, jeder Mensch hat die gleiche Würde, dann dreht sich der ganze Spieß um. Dann ist es nicht mehr selbstverständlich, und so wird ja viel gedacht, dass wenn jemand geistig oder körperlich behindert ist, dass er eben nicht alle Privilegien hat, weil er ist ja nicht so leistungsfähig. Dann ist es plötzlich nicht mehr selbstverständlich, dass ein Kind keine Rechte hat, weil es ja angeblich nicht so mündig ist. Dann ist es nicht mehr selbstverständlich, dass geistig Behinderte nicht mal wählen dürfen und ähnliches. So, und dann wird umgekehrt ein Schuh draus. Derjenige, der die Privilegien hat, der mehr hat als die anderen, der muss begründen, warum er mehr hat. Und es muss nicht mehr derjenige, der weniger hat, darum bitten, dass er mehr bekommt. Jedes Privileg, wenn wir an Gleichwürdigkeit glauben, jedes Privileg, das nicht gerechtfertigt ist, gehört abgeschafft in diesem Moment. Und wenn wir, und dieses
haben wir dann in dieser Menschenrechtskampagne zum Ausdruck bringen wollen, gegenüber unseren Fachkräften. Und das hat unheimlich reingeschlagen. Wir haben ja immer so Nonsensdiskussionen häufig. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Sind es Klienten, sind es Adressaten, sind es Nutzer, sind es Kunden? Völlig absurder Begriff. Und das hat sich dann aufgelöst. Es sind Menschen. Und diese Menschen haben Menschenrechte. Im moralischen Sinne, nicht im juristischen Sinne. Das ist alles viel zu kompliziert. Aber im moralischen Sinne formulieren wir, dass sie Rechtsträger sind. Dass sie Rechtsträger sind und die über die Privilegien verfügen, erstens sagen müssen, warum sie die haben und zweitens sagen müssen, warum sie dem geistig Behinderten, dem Pflegebedürftigen, dem kleinen Kind, warum sie Privilegien vorenthalten, warum sie sie nicht geben im Zuge dessen, was, wir haben es vorhin gehört, möglich wäre an Ressource. Das ist dann der Punkt. Und dann hast du als Wohlfahrtsverband Sozialarbeit natürlich auch das doppelte Mandat wieder, über das wir in den 70ern, war selbstverständlich, was dann wegökonomisiert wurde, dass wir einerseits und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, egal wie sie drauf sind und welches Vermögen sie haben und was sie können, nicht können, dass wir sie respektieren als Rechtsträger, die von uns als Sozialarbeiter was verlangen können, dass wir nämlich ihnen helfen, ihre Rechte zu verwirklichen und einzulösen. Und dazu gehört nicht nur dann die konkrete Hilfe, sondern, und da sind wir dann gar nicht mehr so weit weg von dem, was auch Aufgabe von Parteien ist, dazu gehört dann auch der politische Kampf für unsere Klientel. Dass wir nämlich uns einsetzen für die Abschaffung ungerechtfertigter Privilegien. Denn nur wenn man diese abschafft, dann schafft man es auch für seine Leute, das rauszuholen, was sie brauchen. Oder wie es bei uns 2018 jemand wunderschön auf einer Konferenz dann formuliert hat, unter riesigem Beifall der vielen, die aus dem Paritätischen da waren, ein guter Wohlfahrtsverband muss heute ein Widerstandsverband sein. Und ein guter Wohlfahrtsverband muss heute das Mandat, wieder für Menschenrechte zu kämpfen und dabei diese ganzen Selbstverständlichkeiten, diese angeblichen, diese Evidenzen, muss er auslöschen. Dass jemand, der nicht so leistungsfähig ist, automatisch weniger hat. Warum? Dass jemand, der in einer Familie aufwächst, wo es halt nicht so dick ist, die schlechteren Chancen hat. Warum? Dass behinderte Menschen, geistig Behinderte nicht wählen dürfen. Warum? All das radikal gegen den Strich denken und neu aufsetzen. Das ist das, was wir mit unserer Menschenrechtskampagne im Verband bewirken wollte. Gerade heute Morgen war ich in Kiel und habe dort wieder mit den Mitgliedern in Schleswig-Holstein darüber gesprochen. Und das kommt an. Die Sozialarbeiterinnen, die Pflegekräfte, sie bekommen dadurch auch neues Selbstbewusstsein. Dass sie nämlich nicht nur irgendwie den Dreck wegmachen in dieser Gesellschaft, sondern dass sie kämpfen für eine bessere Gesellschaft. Diese bessere Gesellschaft ist dann erreicht, wenn es keine ungerechtfertigten Privilegien mehr gibt und wenn jeder sein Menschenrecht umsetzen kann. Das ist unser neues Credo nach dieser Kampagne in diesem Verband. Das hat sich gelohnt. Gut, ja, vielen Dank. Herr Windfuhr hat schon gesagt, dass er darauf gerne noch mal eingehen wollen würde. Das passt natürlich gut, weil Sie sind jetzt ja wieder dran. Zusätzlich will ich trotzdem aber noch mal ein bisschen konkreter jetzt von Ihnen hören, was sind denn nämlich jetzt die Felder, auf denen besonders, Sie hatten das in Ihrer eigenen Pressemitteilung, Hausaufgaben an die deutsche Bundesregierung genannt. Das fand ich fast ein bisschen zu leicht vielleicht formuliert, weil sind es denn wirklich nur Hausaufgaben, wenn man, wenn Menschenrechte nicht eingehalten werden, ne? Also an welchen Punkten, in welchen Politikfeldern ist das genau? Das würde ich schon gerne noch mal konkreter hören. Ja, ich wollte anfangen an dem Satz, wo Sie gesagt haben, mich interessiert jetzt verbandsintern, das kann ich sehr gut verstehen, zunächst mal, dass es eine moralische Verpflichtung auch ist, also die Haltung. Ich hatte selber gesagt, dass die Gesellschaft sozusagen armen Leuten gegenüber auch würdig, also anders auftreten muss, als sie das oft tut. Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Komponente. Dennoch will ich nochmal eine Lanze dafür brechen, dass es eben auch verbriefte Menschenrechte sind, also Rechte, ja. Und diese Einklagbarkeit eben viel bringt. Und vielleicht kommen wir in ein konkretes Beispiel, in dem ich mal einen dieser Fälle beschreibe, die wir in dem Ausschuss hatten, nach unserem Individualbeschwerdeverfahren. Deutschland hat das ja noch nicht unterzeichnet, aber 25 Länder haben es inzwischen getan. Es ist seit 2013 zur Unterschrift frei. Und eins der Länder, die es getan hat, ist Spanien. Und wir kriegen im Moment jede Woche mehrere Fälle aus Spanien, alle zum Recht auf Wohnen. Das kann man einfach so sagen. Ja, und ein Fall, den wir neulich zu entscheiden hatten, ging zum Beispiel um die Situation, da hatte ein Vermieter einer Familie, Mutter, Mann und zwei kleine Kinder, 4 und 2 Jahre alt,
den Mietvertrag gekündigt, weil sie nicht zahlen konnte. Sie konnte wirklich nicht mehr zahlen und kann man im privaten Mietverhältnis machen. Dann ist sie vor den Rechtsweg gegangen in Spanien und die Richter haben festgestellt, natürlich kann man, wenn man nicht die Miete zahlt, auch gekündigt werden. Dann hat die Richterin, das war eine Richterin in dem Fall, die Stadtgemeinde von Madrid aufgefordert, sich um diese Familie zu kümmern und der angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wenn sie da nicht mehr drin bleiben kann. Und hat dann im Grunde so ein Eviction Order gemacht, also dass man sie im Grunde aus der Wohnung vertreiben kann. Und die Stadt Madrid hat dann gesagt, wir haben nichts, wir können uns da nicht weiter drum kümmern, hat sich da auch nicht weiter drum gekümmert. Und als dann die sozusagen Vertreibung anstand, haben sie, weil der Rechtsweg in Spanien ist, Schöpfer unseren Ausschuss angerufen. Und wir mussten jetzt da reingucken. Was die Stadt nämlich dann gemacht hatte, weil sie dann vertrieben wurde aus der Wohnung, war, weil sie keinen Wohnraum mehr hatte, die Frau in ein Haus für geschlagene Frauen zu bringen mit den zwei Kindern und den Mann in so einen Obdachlosen und Notunterkunft zu transportieren. Ja, und wir sollten jetzt entscheiden darüber, ist das ein angemessener Umgang mit dem Recht auf angemessenen Wohnraum? Ja, und wir haben gesagt, nein, das ist es nicht. Es ist auch kein angemessener Umgang mit dem Artikel 10 des Paktes, Recht auf Familie und den Schutz der Familie, und haben das sozusagen erstmal festgehalten. Ja, und was natürlich dahinter steht, sind dann die ganzen Probleme, die damit zu tun haben. Die Stadt Madrid hat in der Finanzkrise sämtliche Wohnungen, die Madrid hatte, 6.000 waren es mal, verkauft, hat jetzt überhaupt kein Notquartier mehr für irgendjemand zur Verfügung. Es gibt gar nichts mehr, wo sie Leute unterbringen könnte. Sie trauen sich nicht im Grunde sozusagen auch, in dem europäischen Recht ist das nicht so einfach, zu sagen, wir lassen Leute einfach in Wohnungen drin und übernehmen vielleicht als Staat die Bezahlung der Miete, weil sie dann Angst haben, dass die Fallzahl zu hoch ist. Und es gibt in Madrid auch noch das Phänomen, dass viele Leute inzwischen Wohnungen besetzen, also in Wohnungen einziehen, weil sie nichts anderes mehr haben. Und die Regierung auch Angst hat, das zu initiieren, dass noch mehr Leute Wohnungen nehmen. Dazu kommt noch in Madrid, in Spanien, das gesamte Problem, dass auch ganz viele Leute Wohnungen besitzen, viel mehr als bei uns, die oft ihre Kredite nicht mehr bezahlen können und deshalb aus Wohnungen raus müssen. Also ein riesiges Problem. Ja. Und im Grunde zeigt das sozusagen darauf hin, wo muss Wohnungspolitik eigentlich ansetzen. Ne? Unser Ausschuss hat immer gesagt, zunächst mal muss, zum Beispiel bei allen sozialen Rechten, ist die Verfügbarkeit. Es muss im Grunde Wohnraum verfügbar sein. Ja, das zweite große Kriterium ist die zugänglich? Wenn sie verfügbar ist, habe ich als Person dann auch Zugang dazu? Und das dritte ist, sie muss für mich, der englische Term dafür ist affordable sein, also ich muss nicht sozusagen mein ganzes Geld für die Wohnung ausgeben und dann für andere soziale Rechte nichts mehr haben. Ja. Das sind, glaube ich, drei Kriterien. Das vierte ist, sie muss auch angemessene Qualität haben. Ja. Das sind die vier Kriterien, die man im Grunde auf alle Rechte anwenden kann. Die kann man genauso auf Bildung. Bildungseinrichtungen müssen verfügbar sein, sie müssen zugänglich sein, sie müssen bezahlbar sein und sie müssen Qualität haben. Das würde auch für den Zugang zur Gesundheit gelten. Man kann das im Grunde, das ist sozusagen eine Art, wie wir angefangen haben, diese sozialen Rechte zu interpretieren. Und wenn man das jetzt auf das Beispiel Madrid, ich könnte auch Madrid vielleicht durch Amsterdam oder durch Berlin ersetzen, da hat das eine Problem, ist die Verfügbarkeit. Gibt es überhaupt noch ausreichend Wohnraum, überhaupt der mietbar wäre zum Beispiel, aber auch natürlich als Notfall sozusagen, den die Gemeinde noch vorrätig hat, der ist im Grunde nicht mehr verfügbar an vielen Stellen. Ja. Das zweite ist, was gibt es dann noch für Zugangsbarrieren? Ja, selbst wenn ich Wohnraum habe und ich komme, schaffe es dann, eine Wohnung vielleicht anzumieten, kriege ich sie aber nicht, weil ich vielleicht keinen rein deutschen Namen habe oder weil ich anders aussehe, als die Vermieter das wollen oder weil ich keine Schufa-Freigabe habe. Ja. Es gibt ja so viele Zugangsbarrieren dann wiederum da drin. Und da ist dann die Frage, wie geht der Staat eigentlich damit um, über diese Regeln nachzudenken? Ja. Also wir müssen Regeln über die Verfügbarkeit, über die Zugänglichkeit. Und die Frage der, ist sie dann bezahlbar, hat natürlich viel damit zu tun, reichen dann die Mittel aus, die ich habe über Einkommen, über Löhne, über Mindestlöhne, aber auch über Transfereinkommen, ja, also über Wohngeld. Und wenn im Wohngeld zum Beispiel eben Stromrechnungen nicht drin sind und ganz viele Leute sozusagen, 300.000 sind es glaube ich momentan, dann sozusagen Strom abgeschaltet bekommen, damit auch einen Schufa-Eintrag haben, die sind im Grunde langfristig vom Wohnungsmarkt eigentlich ausgeschlossen. Unser Wohnungsmarkt ist halt überwiegend ein Markt. Und wenn man eben nicht marktfähig ist oder nicht auf dem Markt was kriegen kann, hat man dann schon Zugangshürden. Und ich glaube, ich gehe mal auf diese Beispiele so ein, weil sie nochmal deutlich machen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich wichtig dafür, das Recht auf Wohnen umzusetzen. Und dieses Recht auf angemessenen Wohnraum hat eben diese Elemente. Ist Wohnung verfügbar? Habe ich persönlich Zugang dazu? Das ist ganz wichtig, weil es eben viele Minderheiten oder Gruppen gibt, die Migranten oder Leute, die anders aussehen oder so andere Lebensmodelle haben, da keinen Zugang zu haben.
Und dann eben auch die Frage, kann ich mir das individuell lohnen? Ist es überhaupt zum Beispiel eben Energie bei den Wohnkosten mit drin? Oder ist es nicht so, dass wir da auch dann schon Formen haben, wo Leute sich das gar nicht mehr an bestimmten Stellen leisten können? An allen muss ich überlegen, wer sind die besonders betroffen, und überlegen, greifen die Instrumente, die wir haben in der Wohnungsmarktpolitik. Und da kommen wir dann schnell dazu, wenn wir das jetzt durchbuchstabieren würden, Gesetz für Gesetz, ganz viele Lücken zu identifizieren. Ja, und das wäre für mich der rechtebasierte Ansatz, dass man die adressiert, sich anguckt, was ist sozusagen möglich in dem Bereich zu machen. Ja, das wollte ich einfach nochmal sozusagen als Erläuterung auch vielleicht mitgeben. Ja, und es belegt gleichzeitig, wozu wäre jetzt so ein Fakultativprotokoll da. Ja, warum gibt es so einen Ausschuss, der diese Menschenrechtsverträge überwacht? Es gibt ja 9 große Menschenrechtsverträge im Grunde, man will, Deutschland ist nächstes Jahr im Kinderrechtsausschuss dran, auch da gibt es einen Ausschuss, der Deutschland überprüft, es gibt einen Ausschuss zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen, es gibt einen Frauenrechtsausschuss, und in all diesen Ausschüssen wird halt auch immer im Grunde ähnlich geprüft, setzt der Staat die Mittel, die da sind, sozusagen besonders zielgerichtet ein für diejenigen, die unter Verletzung oder unter Exklusion leiden. Ja? Es ist ja gerade eben die nicht gelingende Inklusion, die Exklusion, dass Menschen exkludiert werden von der Inanspruchnahme oder von dem Genuss oder von der Möglichkeit, Rechte überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und dann nochmal kurz als Rückfrage, also weil wir das auch in so einem Artikel hatten, der hieß, glaubst du noch an die Mietpreisbremse? Also kurz gesagt, ist das offensichtlich nicht ausreichend aus Ihrer Sicht? Jetzt konkret zur Wohnungspolitik gesprochen und auch nochmal, das wollte ich auch nochmal aufgreifen, weil wir ja auch diese Büsten hier haben zu den Obdachlosen, darüber hatten wir ja auch schon mal vorher gesprochen, dass bestimmte Stimmen dann ja auch in dieser Frage überhaupt nicht zu Wort kommen, und dass auch gerade hier in Berlin wieder kürzlich, weil die U-Bahnhöfe geschlossen werden, dann einfach der Raum nicht da ist für Menschen ohne Obdach und auch für Menschen, die rausgeworfen werden aus ihren Wohnungen und so weiter, und dann eigentlich das politische Mittel die Mietpreisbremse ist. Steht das dann in einem Verhältnis? Also ich gehe sofort auf die beiden Fragen ein. Ich wollte noch mal sagen, der Ausschuss hat unter anderem das Recht auf Wohnen als eines der zentralen Themen identifiziert bei der Berichtsprüfung Deutschlands. Es gehörte dazu, der Umgang in Pflegeeinrichtungen war ein wichtiges Thema, Kinderarmut, Recht auf Wohnen und sozusagen das sehr wenig durchlässige Bildungssystem, um mal 4 Themen herauszuheben, wo sozusagen besonders aufgeschrieben wurde, da ist Nachbesserungsbedarf. Es gibt noch viel mehr, aber ich wollte mal die einfach hervorheben. Und Sie haben jetzt im Grunde 2 wohnungspolitische Instrumente angesprochen, um mich nach deren sozusagen Ausreichung, sind Sie ausreichend gefragt. Das eine war die Mietpreisbremse. Die hat was mit dem Thema zu tun, kann ich mir eine Wohnung leisten? Also mit der dritten Kategorie, hat aber auch was mit der Verfügbarkeit von Wohnungen zu tun. Ja, weil für viele Menschen eben der auf dem Neuvermietungsmarkt Wohnungen nicht mehr verfügbar sind mit ihrem Einkommen. Das korreliert nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Und dann merkt man, sie hat nicht ausreichend gereicht. Zumindest ist sie nicht in der Lage, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Haben wir zum Teil gar nicht mehr in Berlin für Personen, die ganz wenig haben. Ja, und sie konkurrieren dann auch noch mit anderen Leuten, die ganz wenig Wohnraum Geld haben, und wenn es Zuzug gibt, wird es noch schwieriger. Ja. Also natürlich hat das Instrument da noch nicht gereicht, und es wird auch in der Debatte gemacht. Ne. Das zweite war die Frage, wie viele Notfallunterkünfte haben wir eigentlich? Sind wir da angemessen sozusagen ausgerüstet? Ne? Ich glaube, gestern las ich, dass jetzt die BVG doch überlegt, einige U-Bahn-Stationen zu öffnen. Aber das ist ja auch wirklich nur der Notfall, sage ich mal. Ja. Das ist ja das, wenn es wirklich kalt wird und alle anderen Unterkünfte, Notfallunterkünfte, es gibt ja ein paar tausend in Berlin, dann voll sind. Wie geht man dann noch mit denjenigen um, die vielleicht auch gar nicht so gerne reingehen in diese Unterkünfte aus irgendwelchen Gründen, sozusagen als Notfall. Ne? Aber das deutet aber darauf hin, ich hatte es am Beispiel von Madrid angefangen, es muss mehrere unter Nachdenkensformen geben über das Notfall. Ja, was macht man mit denjenigen, die wirklich auf dem Markt nichts mehr finden? Da muss es ja eine Antwort drauf geben. Ja. Wie kann man die unterbringen? Was sind die Antworten, die wohnungspolitischen darauf? Und Wohngeld offensichtlich reicht nicht aus, weil man damit an vielen Stellen die Wohnung nicht mehr kriegt. Und schon gar nicht, wenn man vielleicht an der Gruppe angehört, die nicht marktfähig ist oder nicht so richtig gut marktfähig ist. Dann ist man wirklich in schwierigen Situationen. Wie könnte man damit umgehen? Darauf muss es Antworten geben oder zumindest auch eine Suchbewegung in der Gesellschaft. Wie geht man damit um? Und die zweite Frage ist natürlich dann, wie geht man mit Leuten um, die aus Gründen vielleicht auch die noch über die sozusagen ökonomische Situation hinausgehend obdachlos sind.
Und was muss es sozusagen an Vorkehrungen geben, um diesen Menschen wiederum Wohnraum oder Wohnungsmöglichkeiten, die erstmal angemessen sind, für sie anzubieten? Das hat auch mit der Verfügbarkeit von Notfallquartieren zu tun. Und es hat dann, da muss man gucken, reichen die aus? Und da muss man natürlich nochmal gucken, welche Notfälle gibt es. Ja, wir haben ja auch viel Zuzug, zum Beispiel gerade im Bereich der Obdachlosigkeit hier in Berlin aus Polen, weil die polnische Regierung, die ja immer aus den Städten rauskarrt, also ziemlich ja, nicht rechtsbasiert mit ihnen umgeht, sage ich es mal. Und dann natürlich auch nochmal viele Leute hier zusätzlich dazukommen. Aber ich wollte mal sagen, es gibt nicht nur die eine Notfalllösung, das Obdachlosenquartier, ja, sondern es muss natürlich ganz anders darüber nachgedacht werden, wie die Menschen, die sich auf dem Wohnungsmarkt keine Wohnung mehr besorgen können, im Grunde unterstützt, also sozusagen ihr Recht auf Wohnen realisiert werden kann. Ja, nun ist es so, dass ja nicht nur die Wohnungskrise ein Problem ist. Das ist natürlich, also da sagen viele, das ist die soziale Frage jetzt gerade, aber es reiht sich ja eine Krise an die nächste. Also dann kommt man in den Pflegebereich und bei den Sozialarbeiterinnen. Und wenn ich nach Berlin ziehe, weiß ich nicht, ob ich da eine Wohnung kriege oder einen Kita-Platz für mein Kind. Also es reiht sich ein Problem an das nächste. Und eigentlich würde ich mich als privilegiert bezeichnen und habe aber irgendwie trotzdem diese Probleme und weiß überhaupt gar nicht, wie ich in dieser Stadt dann wohnen soll. Was bedeutet das tatsächlich, und das hatten wir heute Nachmittag ja auch schon, wenn eine sogenannte Mittelschicht, wenn sich auch viele bedroht fühlen von Abstieg, und was bedeutet diese Armutsangst breiter, nicht nur bei den, ich sag mal, alleruntersten, wo das Problem einfach schon immer ignoriert wird jetzt, sondern wenn das größere Teile der Bevölkerung betrifft. Was bedeutet das dann für die Demokratie? Sehen Sie darin da eine Gefahr, wenn diese Ungleichheit sich tatsächlich auch noch weiter verschärft? Also das steht ja gerade aus. Ja, die Ungleichheit verschärft sich. Man spricht ja auch immer gerne von einer Schere, die immer mehr auseinandergeht. Und gleichzeitig sieht man, dass immer mehr Menschen entweder gar nicht wählen gehen oder eben in eine bestimmte politische rechte Richtung wählen. Ich finde, die WSK-Rechte sind ein Hauptpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Es ist ja wichtig, dass alle Menschen menschenwürdig hier leben können. Jean-Jacques Rousseau, und ich finde, das galt damals wie heute, hat eins gesagt: Eine menschliche Gesellschaft, die durch die Gewalttätigkeit der Mächtigen und eben der Unterdrückung der Schwachen geprägt ist, in der braucht es eben Gesetze, und diese Gesetze müssen eben der Verwirklichung der Menschenrechte der Schwachen dienen. Und wenn wir uns angucken, dass viele Menschen hierzulande mittlerweile Angst haben müssen, ob sie eben noch ein Dach demnächst über dem Kopf haben, in Deutschland gibt es ja genauso Zwangsräumungen, ob sie ihre Rechnungen bezahlen können, ihren Strom, es gibt die Stromsperren, wurden ja auch angeprangert, ob sie überhaupt genug zu essen haben am Ende des Monats. Und es gibt in Deutschland, ich habe es im Bundestag angesprochen, da wurde ich verlacht regelrecht, es gibt ist Tatsache, dass in Deutschland auch Menschen hungern müssen. Und wenn man in so einer Situation lebt, dann macht man sich nicht in allererster Sorgen darum, beteilige ich mich in einer Mieterinitiative oder sonst was. Man ist in einem Überlebenskampf tagtäglich. Ja? Und da wundere ich mich nicht, dass bestimmte Stadtteile eben vielleicht 40% der Wahlbeteiligung gerade mal haben und andere wie das reiche Blankenese an der Elbe in Hamburg über 90%. Und klar ist auch, wie gewählt wird. Ja, also in Blankenese wählt man ganz sicher nicht mehrheitlich die Linke. Aber Tatsache ist, dass das kein Zustand ist, dass es ein Defizit mittlerweile darstellt, weil Menschen dann mittlerweile auch oft jetzt aus Protest wählen gehen und dann die AfD wählen. Und würde vielleicht gerne ein Beispiel auch sagen, wie tiefgreifend auch Armut sein kann. Ich kenne eine tolle Frau, die sehr aktiv ist, ist alleinerziehende Mutter, Mitte 50, hat einen Teilzeitjob, ist angewiesen auf eben staatliche Zuschüsse und Leistungen. Sie ist Kommunalpolitikerin seit Jahren. Und Kommunalpolitiker bekommen manchmal so eine Aufwandsentschädigung. Diese wird ihr auf diese Leistungen angerechnet. Während jeder andere, der Geld verdient und genug Geld zum Leben hat, da wird rechtlich gesagt, der braucht das, der hat ja einen großen Aufwand. Aber bei jemandem, die schon arm ist, die braucht es nicht. Die wird noch dafür bestraft, dass sie sich politisch engagiert. Also es ist systemisch schon angelegt, dass Menschen nicht mal mehr politisch sich beteiligen sollen, regelrecht. Ich finde das eine absolute Frechheit, dass es so ist, dass die Frau dann dafür bestraft wird, dass sie tatsächlich
sich für die Gemeinschaft und die Gesellschaft einsetzt. Und das ist geltendes Recht, das wird wirklich dann so durchgezogen. Und dann reden wir alle, und das beschäftigt uns alle, und im Bundestag erleben wir es, wie wir mit der AfD umgehen, dass die Gesellschaft polarisiert ist. Tatsache ist, dass sie auch ein Produkt von Politik sind. Die sind ja nicht da, weil sie plötzlich so überzeugend sind für die Mehrheit der Bevölkerung. Sie sind ein Produkt jahrzehntelanger Spaltungspolitik. Und ich finde, wer die Rechten schwächen will, der muss auch soziale Rechte stärken. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, glaube ich auch. Und was ich noch eindrücklich fand, ist, was eine Frau aus dem Publikum in dem vorigen Podium gesagt hatte, dass ihr fundamental eben tatsächlich auch einfach die Zeit dafür fehlt. Also wenn insbesondere Frauen den ganzen Tag arbeiten und Lohnarbeiten und dann noch zu Hause arbeiten, wann sollen sie Politik machen? Und dann kommt dieses soziale Recht von Teilhabe und Mitbestimmung, ist dann wahrscheinlich sowohl im Arbeitsplatz als auch zu Hause als auch in der Politik nicht gegeben. Und da kann man sich ja schon fragen, oder da finde ich es zumindest erstmal berechtigt, dass man wütend hierher kommt und sagt, ich habe keine Zeit dafür, was erzählt ihr mir hier? Ja, fand ich nochmal sehr eindrücklich und leitet hoffentlich über zu dem, naja, hoffentlich ein bisschen hoffnungsvolleren Gedanken zu, wie müsste denn so der Sozialstaat reformiert werden? Es gibt jetzt verschiedene Vorschläge zu einem Sozialstaatsdialog. Wie müssten die Parteien jetzt zusammenarbeiten, um überhaupt jetzt eine neue Vorstellung also davon zu bekommen, wie konkret einerseits soziale und wirtschaftliche und kulturelle Rechte durchgesetzt werden können, aber auch was das für einen überhaupt eine andere Kultur, was für eine andere Denkweise dahinter steht. Also das scheint mir gerade ein wahnsinniger Bruch zu sein. Das hatten Sie ja auch vorher gesagt, mit einem gewissen Dogma, von dem man ausging, dass es richtig war. Was müsste da jetzt also auf der politischen Ebene passieren aus Ihrer Sicht, damit genau die politische Rechte da nicht von profitiert? Und vielleicht können Sie das konkret machen, auch jetzt auf die Europawahlen hin und die Wahlen in Ostdeutschland. Also das sind ja so zwei Punkte im kommenden Jahr, wo ich mich tatsächlich frage, was muss da bis dahin passieren politisch, dass wir da nicht die nächsten dass wir dann nicht schon wieder kopfschüttelnd vor den Ergebnissen stehen und hoffnungslos sind. Also zunächst mal musste das auch nicht damals richtig sein, die Politik, die gemacht worden ist, auch gerade unter Rot-Grün. Es hat ja auch sehr viel Streit dazu gegeben in der SPD. Es gab ja viel Widerstand dagegen, aber die Mehrheit ist ja nicht von ungefähr, dass Gerhard Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat. Also das ist nicht einfach so ein Spaziergang gewesen, sondern es gab viel Gegenargumente damals, aber er hat das damals so durchgesetzt. Und ich finde es zwar richtig, die Frage von Armutsbekämpfung zunächst mal auch mit dem Menschenrecht zu fundieren und damit eine Berufungsebene und eine Instanz zu haben. Und ich glaube auch, dass es gut und richtig ist, sozusagen Mindestrechte zu formulieren, soziale. Aber letztlich, ehrlich gesagt, ist gleichsam die traurige rechtliche Verwaltung von Armut für mich nicht wirklich attraktiv, sondern das muss sozusagen als Auffangposition sein. Eigentlich muss es darum gehen, eine andere Politik zu betreiben. Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Wohnungen nicht zur Verfügung stehen, weil, das ist mein Angriff auf die neoliberale Kultur, eben vieles von den kommunalen Eigentümern also privatisiert worden ist und die Kassen waren leer, die haben dann damit die Kassen aufgefüllt in den Kommunen, aber sie haben dann keine Rückverposition gehabt. Aber es geht ja noch viel weiter und da würde ich auch weitergehen als das, was Sie jetzt sagen. Eigentlich ist es wichtig, gesamte Bodenrecht zu ändern. Denn dass die Wohnungen so teuer geworden sind, hat etwas damit zu tun, dass steuerrechtlich nicht abgeschöpft wird, ein Gewinn, den dieser Boden, der private Boden, durch Infrastrukturmaßnahmen und andere genommen hat, dass dieser Gewinn einfach den privaten Personen überlassen wird, obwohl das eigentlich der Staat gemacht hat. Ja? Das heißt, einer der Nestoren auf diesem Gebiet ist Jochen Vogel,
Der ist 93 und voll bei Troste und kämpft wie ein Löwe. Er war ja auch mal Wohnungsbauminister, aber daran werden Sie sich sicher nicht mehr erinnern können. Der wie ein Löwe kämpft, auch uns alle bombardiert, nach dem Beispiel von Wien zu verfahren, wo das eben alles nicht so geschehen ist, nicht die Privatisierung, und auch eine Wohnrechtsreform zu machen, die soziale Verpflichtung des Eigentums aus dem Grundgesetz in diese Richtung politisch umzumünzen, sodass erstens dann diese hohen Mieten gesenkt werden und überhaupt die große Diskrepanz zwischen Arm und Reich, gerade auch am Immobilien- und Wohneigentum, überwunden wird. Und ich möchte das dann ein bisschen fortsetzen. Also ich glaube, dass diese Probleme der Verletzung der sozialen Rechte nur überwunden werden können mit einer anderen Politik. So, nun kommt aber das Problem, dass nicht nur ich mir als Sozialdemokratin stellen muss, sondern das muss sich die Linke auch stellen. In einem demokratischen Staat muss man Mehrheiten haben, um was zu ändern. Ja? Diese Mehrheiten hatten wir theoretisch, quantitativ, ich habe mich auch immer dafür eingesetzt, dass wir sie rot-rot-grün verwenden. Man kann nicht sagen, dass dabei von Seiten der Linken immer geradezu freudige Offenheit war gegenüber einer solchen Koalition. Und da kommt das ganze Problem der Demokratie, das man nicht vermeiden kann, Vor- und Nachteile. Man braucht Mehrheiten für eine Politik, man muss sie in Wahlen gewinnen, es geht nicht anders. Und wenn man in einer politischen und kulturellen Situation, in der eine kulturelle Hegemonie laut Gramsci nicht bei der Linken war, sondern bei der Rechten, und zwar in Europa weitgehend, außer im Süden, wo es andere Konstellationen gab, also außer damals in Griechenland und Spanien, Italien ist noch mal komplexer. Wenn diese Situation so ist, dann muss man um solche Mehrheiten kämpfen. Ich persönlich glaube, dass das auch eine Frage des Muts von Politikerinnen und Politikern ist, weil man muss dann unpopuläre Dinge sagen und fordern und hat jeden Moment Angst, soll man das denn tun oder nicht? Wenn man eventuell es tut, dann kommen mal schlechte Wahlergebnisse. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie wird das nun mit den Europawahlen und der Rechten? Für mich ist sehr klar, das ist sozioökonomische und sozialpsychologische Gründe dafür gibt, dass die AfD so stark geworden ist. Es ist komplex, also gerade in Ostdeutschland sind die Situationen noch mal komplexer, denke ich. Grob gesagt, damit ich nicht auch ausspreche. Es sind sehr viele Ungerechtigkeitsmaßnahmen von Seiten der westdeutschen Politik geschehen, wo auch Versprechen gebrochen sind in Bezug auf Renten und so weiter, die sehr viel Wut, Enttäuschung und Verärgerung ausgelöst haben. Ja, aber es gab auch eine ungebrochene Fortsetzung von autoritären kulturellen Mustern. Ich glaube, das muss man auch klar machen. Also ich habe mich sehr viel befasst mit der Frage, wie entsteht eine demokratische politische Kultur oder Verhaltensweisen in nachdiktatorischen Gesellschaften. Und zentral ist dazu, dass in diesen Gesellschaften offen debattiert wird darüber, dass offen Konflikte ausgetragen werden. Und da ist schon der Befund, dass in Ostdeutschland diese Konflikte wegen des Systems, des Politischen, nicht ausgetragen werden konnten. All die Generationenkonflikte, die in Westdeutschland waren, zwischen den Kindern und den Nazi-Eltern und so weiter, hat es in Ostdeutschland nicht gegeben. Also die Aufarbeitung eines autoritären Habitus hat es da nicht gegeben. Ich sage damit nicht, ich habe 9 Jahre Frankfurt-Oder gearbeitet und gelebt, ich sage damit nicht, dass diese Personen nicht demokratiefähig wären, überhaupt nicht. Und da ist ganz viel entstanden. Aber man kann es sehen, glaube ich, an den Sorgen in Bezug auf die Migrationsfrage oder die Flüchtlingsfrage genauer, wie da auch die linke Partei sehr vorsichtig ist, um dort nicht ihre Wähler zu verlieren, zum Teil nicht zu verlieren.
nicht total. Also ich weiß, dass der Unterschied zwischen Katja Kipping und Wagenknecht ist mir wohl vertraut, das ist schon alles klar. Aber ich habe mich sehr viel mit der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen befasst und setze da auf ein freiwilliges Modell, d'ailleurs. Übrigens, und zwar so, dass Bürgerinnen und Bürger am besten auf kommunaler Ebene mitbestimmen können darüber, ob Flüchtlinge aufgenommen werden und dass die Konkurrenzsituation zwischen Flüchtlingen und den Armen zu Hause überwunden wird, dadurch, dass die Integrationskosten gedoppelt werden für die weitere Entwicklung der Kommunen. Das heißt, Projekt heißt, oder die Politik, die auch schon ziemlich weit auch bis in die Europäische Kommission, ins Europäische Parlament, dass sich da, wo sich die Sozialisten und Demokraten dafür ausgesprochen haben, übrigens auch die Linke, also da habe ich kein Problem mit dem Ziel der Politik, aber sie offensiv zu propagieren, diese Politik, das tut meine Parteispitze nicht und das tut auch die Linke nicht sehr deutlich. Und zwar, weil sie Angst hat, dass sie damit Wähler und Anhänger verliert. Das ist nun mal so und das ist das Problem, mit dem wir uns alle rumschlagen müssen, wenn wir in einer Demokratie solche Veränderungen durchsetzen wollen. Ich sage das mit der Migrationspolitik. Andrea Nahles hat jetzt wieder mit einem Papier die Probleme aufgelistet, die in der Sozialdemokratie geklärt werden müssen. Da kommt wieder die Migrationsfrage nicht vor. Die haben ein schönes Migrationspapier, aber wie denn in Europa Flüchtlinge dezentral aufgenommen werden sollen, der entscheidende Schritt steht nicht. Und ich sehe auch gar nichts bei der Linken, wie das geschehen soll. Die offenen Grenzen sind meines Erachtens keine Antwort. Also jedenfalls, dies zu tun, ist so wichtig, weil die radikale Rechte und die AfD ist keine rechtspopulistische, das ist einfach eine rechtsextreme Partei in ihrer Politik, in meiner Sicht, weil diese Rechte kein besseres Mobilisierungsinstrument hat als die Migrationspolitik und die Flüchtlingspolitik. Das heißt, wenn wir ihr was aus der Hand nehmen wollen, dann müssen wir dafür eine Lösung finden, die sowohl die Menschen bei uns akzeptieren können, als auch die Flüchtlinge human nicht integriert. Die Länder müssen sich selbst integrieren, aber die ganze Idee, dass wir eine intakte Mehrheitsgesellschaft sind, in die sich jetzt die Flüchtlinge integrieren müssen, das ist ja alles jenseits der Realität. Wir alle müssen immer erneut uns als Gesellschaft integrieren, gerade bei diesen großen Gegensätzen zwischen Arm und Reich. Und das Problem ist, dass man diese Politiken nur im öffentlichen offensiven Streit machen kann. Und da gibt es auf der Linken ganz klar solche, die sagen, die Priorität liegt bei den deutschen Arbeitnehmern und nicht bei den Flüchtlingen von irgendwo. Das sollten wir ganz ehrlich zugeben. Und aus diesem Grunde hat auch zum Teil die SPD Angst, das Ding öffentlich anzugehen und damit die Wahlen zu gewinnen. Aber aus diesem Grunde traut sich auch die Linke nicht, mit einem wirklich durchdachten und konkreten Konzept dafür auf die Bühne zu gehen. Und ich sage das pars pro toto, weil alle Forderungen, also ich bin auch irgendwie Schirmherrin einer, wie heißt das Ding, Frostschutzengel oder irgend sowas. Also eine Gruppe, die sich vor allen Dingen mit osteuropäischen Obdachlosen befasst in Berlin. Das ist alles ganz wichtig. Aber eigentlich müssen wir einen Politikwechsel haben. Und der ist auch möglich. Aber dann muss man sich nach vorne wagen und muss solche brisanten Sachen, verliere ich meine Wähler, wenn ich eventuell sage, ja, ich spreche jetzt nur von anerkennbaren Asylflüchtlingen, also ich spreche im Moment noch gar nicht von all den weiteren Fragen, die also mit keinem Boden mehr unter den Füßen haben, weil das Klima es ihnen zerstört hat und so. Wir müssen uns dazu offen und klar und so konstruktiv und auch so gerecht wie möglich verhalten. Ich sag ja gar nicht, dass wir jetzt alle zu Altruisten werden müssen. Das wird auch nicht möglich sein. Man muss es auch interessengelenkt machen. Man muss die Gerechtigkeitsrivalität, wie gesagt, zwischen den Armen, die kommen, und den Armen, die bei uns sind, intelligent, und wir haben das Geld dafür, meine ich, mit Investitionen und so weiter überwinden. Nur letztlich hilft es eben nicht, immer wieder nur Fragen zu stellen, dass wir das Mindestniveau erhöhen. Ich fand es sehr gut, dass Sie gesagt haben, was ist das denn mit der Würde des Menschen? Für mich heißt die Würde des Menschen, dass Menschen die reale, soziale, politische, ökonomische Möglichkeit haben, ihr Leben freiheitlich bestimmt zu leben.
So. Und das wird wahrscheinlich nicht in der Sahelzone im Moment so sein wie hier, aber es ist das Grundrecht auf Würde, das jede Person hat. Und darauf müssen wir hin. Und das gilt für jeden Flüchtling und das gilt für jeden Migranten und das gilt auch für die anderen, die Sie genannt haben, Menschen mit Behinderung und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich glaube, ich habe deutlich genug gemacht, und das habe ich nun, glaube ich, schon mindestens seit 50 Jahren getan, dass meine eigene Partei der öffentlichen Kritik bedarf, um sich zu bessern, wenn ich das also so ein bisschen ironisch sage. Aber alle unsere Parteien sind da machtopportunistisch. Alle. Und solange man nicht in der Regierungsverantwortung steht oder stand, kann man das alles leichter machen. Da kann man fordern, fordern, fordern. Und in dem Moment, wo man in diesen Fragen in der Regierungsverantwortung steht, ist das anders. Übrigens, die Berliner Erklärung jetzt zur Flüchtlingsintegration ist meines Erachtens von den dreien, also Rot-Rot-Grün, eine ganz vernünftige Erklärung der Integration. Es gibt also einen Unterschied, ob man Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot ist oder ob man Rot-Rot-Grün ist, weswegen ich für diese zweite Option plädiere. Gut, ja, nach der Migrationspolitik hätte ich nicht gefragt, aber jetzt haben Sie angesprochen, jetzt kommen bestimmt noch Fragen dazu. Ja. Wie man das verhindert. Ja. Also natürlich. Nein, wir können ja den denn natürlich ja diese ja. ganze Frage, wer wählt AfD und so weiter. Das ist ja nicht, sind ja, das sind die sich abstiegsgeängstigten, alles sowas. Aber es gibt sehr viele Analysen. Der entscheidende Punkt ist nicht die akute Armut oder die ganz akute materielle Seite. Der entscheidende Punkt ist bei diesem Wutpotenzial, bei diesem Ressentimentpotenzial, was wir da sehen, sind andere Frustrationen. Und aktuell werden wir das nur wegbekommen, wenn in den Wahlkämpfen auch zum Europaparlament der italienische Innenminister eben nicht mehr sagen kann, die Europäer sind unsolidarisch, sie nehmen uns keine Flüchtlinge ab. Das sagt er ja zu Recht, wir nehmen ja nicht ab, ja, oder nur in kleinen Dosen. Und nur, das ist das Problem, das ist das Mobilisierungsthema schlechthin. Und die anderen Sachen kommen natürlich alle hinzu, dass man andere Ausbildungen machen muss. Ich bin der Meinung, dass man sehr viel mehr öffentliche Güter schaffen muss, weil dann auch die Würde am ehesten noch möglich ist, weil man einen Grundsockel von guter Schule, guter Gesundheit, guter Wohnung hat. Von da ab sind immer noch Unterschiede deswegen gefährlich, weil sie Machtpotenziale bieten auf den Finanzmärkten und so weiter. Aber die gleiche Würde rein individuell betrachtet kann man, wenn ein solcher Sockel von öffentlichen Gütern da ist, schon leben. Das kann man. Dazu muss man dann auch wiederum meines Erachtens bestimmte Steuern fordern, das muss man. Da hat jede Partei Angst vor den Wahlen, Steuern fordern, um Gottes Willen, wie machen wir das bloß? Grünen haben das mal gemacht, sind jetzt auch sehr ängstlich, in letzter Zeit haben sie davon nichts mehr gesagt. Das alles sind notwendige Gründe. Aber dieses Thema, das sage ich auch aus humanitären Gründen, aber ich sage es und auch, weil unsere Werte mit Füßen getreten werden zurzeit in Europa, mit der europäischen Politik und auch der deutschen Politik. Ich sage es auch, weil das die Mobilisierung für die Rechtsextremen sind, bei uns und in anderen Ländern. Der Beifall hält sich nicht. Wir haben ja gleich noch eine Fragerunde. Zwar muss Gesine Schwan ein bisschen früher los, insofern diese Fragen dann zuerst, die an Sie kommen gleich. Aber zuletzt noch einmal wollte ich noch einen Gedanken aufgreifen, den ich sehr schön fand in einer Rede von Ihnen, an die Sie sich hoffentlich auch noch erinnern, nämlich genau zu Ihrer Kampagne zu Mensch, du hast recht. Und zwar haben Sie da auch gesagt, dass wenn man es unter diesem Menschenrechtsmantel, sage ich jetzt mal, versteht oder über diesen das als Rahmen benutzt, dann muss man eigentlich für alle, die in der sozialen Arbeit tätig sind oder die überhaupt Sozialberufe haben, müssen sich klar machen, dass sie eigentlich Menschenrechte verletzen, während sie arbeiten. Also jede Pflegeperson, die im Krankenhaus arbeitet und eigentlich nicht das tun kann, was sie tun sollte, bricht eigentlich gerade Menschenrechte. Und es ist aber eben diese schlimme Ambivalenz bei diesen Berufen, dass man es dann ja auch nicht lassen kann und man einfach weitermacht, bitte.
Ja, Sie, sagen Sie es doch gleich nochmal ins Mikrofon, weil wir haben es ja nicht richtig verstanden. Ich glaube, der Punkt ist aber trotzdem klar. Ich wollte nur die Frage zu Ende stellen. Wir haben ja auch die andere Position von Herrn Windfuhr, der das ja dann auch aufgreifen würde. Ich wollte nur einen Gedanken trotzdem aufnehmen, den ich sehr schön fand in dieser Rede eben, weil das ein anderes Selbstverständnis dann macht von den Menschen, die diese Berufe machen und auch nochmal die Krise in den sozialen Berufen deutlicher macht, weil das ja einfach die gesellschaftlichen Bereiche sind, die überhaupt dafür sorgen, dass es überhaupt noch läuft. Und wenn man das unter der Menschenrechtsthematik anders versteht, dann kommt man da noch viel, dann sieht man die Dramatik viel schärfer aus meiner Sicht. Also wenn man klar macht, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Und wenn das jeder Einzelne in den Bereichen für sich sieht, wie kann daraus dann eben auch, wie können daraus konkrete politische Vorschläge, das ist ja die andere Säule, die Sie auch angesprochen haben, das eine ist die soziale Arbeit und das andere sind konkrete politische Vorschläge, wie kann man eben aus diesem sehr abstrakten Rechten trotzdem einklagbare Ansprüche formulieren? Also man muss es doch auch mal runterbrechen können, nicht aufs Individuum, ich will das nicht als Schuld abladen aufs Individuum, aber was wird dann daraus? Bevor ich jetzt kurz skizziere, wo meiner Ansicht nach die politischen Forderungen hinweisen müssten, damit wir sowohl in Deutschland eine Situation erhalten, wo Menschen ihre Rechte, ihre sozialen Rechte gewahrt wissen, als auch wir die AfD bekämpfen können und die Rechtspopulisten, wie ich an einer Stelle, weil so ein Dialog lebt ja auch vom Widerspruch, widersprechen wollen. Natürlich ist die Migrationsfrage eine, die unheimlich umtreibt im Moment. Aber man muss sich auch fragen, warum treibt sie so um? Wir haben 1 Million geflüchtete Menschen in Deutschland etwa. Das ist so etwa so knapp über 1% der Bevölkerung. Sie haben, das muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben in Deutschland Landstriche, wenn Sie durch Mecklenburg-Vorpommern fahren, da treffen Sie alles, erstmal nur keinen Flüchtling. Sie haben die meisten Menschen, kommen mit Flüchtlingen überhaupt nicht in Kontakt. Das ganze Flüchtlingsthema, und das ist die AfD so leicht hat, damit zu arbeiten, hängt natürlich damit zusammen, dass dieses Flüchtlingsthema unheimlich gehypt wurde über 1-2 Jahre in den Medien. Und dass alle über dieses Stöckchen auch gesprungen sind. Wenn ich permanent Bilder sehe in den Nachrichten, wo irgendwelche jungen Leute aus Zügen springen, dann wird mir auch ganz anders. Dann denke ich, mein Gott, kann das mein Bahnhof hier um die Ecke sein? Was ist denn da los? Nein, 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 Moment. Nein, der Hintergrund ist der. Nee, aber worauf will ich raus? Wenn wir natürlich jede Woche 3 Talkshows haben, wo über nichts anderes gesprochen wird als über Flüchtlinge und Migration, dass man wirklich, wenn man sich nicht sehr gut auskennt, den Eindruck gewinnen muss, Deutschland steht vor der Invasion. Also es ist doch irre. Da muss man sich nicht wundern. Und wenn alle in der Politik auch mitspielen und immer wieder draufspringen und immer wieder denen das Thema geben, anstatt die Themen zu thematisieren, auf die es auch ankommt in Deutschland. Das ist doch ein entscheidender Punkt. Wir machen es doch unheimlich leicht. Also natürlich haben wir Probleme mit Migration, natürlich müssen die gelöst werden, aber wie gesagt, man muss hier auch aufklären und das wird zu wenig gemacht. Es wird meiner Ansicht nach zu wenig aufgeklärt, wie groß quantitativ die Probleme sind. Es wird zu wenig darüber aufgeklärt, wie weit Integration in Deutschland auch vorangeschritten ist mittlerweile und so weiter und so weiter. Und es wird zu wenig, werden die Probleme in den Mittelpunkt gestellt, die wirklich alle hier angehen. Und die Themen, die wirklich alle angehen, wenn wir die anpacken, und wenn wir wirklich eine Politik machen, für alle hier lebenden Menschen, um Probleme zu lösen, dann werden wir auch diese Rechten in den Griff kriegen. Und das ist die beste Art, AfD und andere zu bekämpfen. Da bin ich von überzeugt. Und jetzt die Frage, was muss man dazu tun? Was muss man dazu tun, diese AfD zu bekämpfen? Was muss man dazu tun, um soziale Menschenrechte zu gewährleisten? Ich denke, die Politik, die man dazu einschlagen muss, muss vor allen Dingen mit 2 neoliberalen Setzungen richtig aufräumen. Das eine ist das neoliberale Menschenbild. Sie hatten es vorhin schon genannt. Der Mensch ist von Natur aus faul und muss deshalb zur Arbeit getrieben werden. Der Mensch neigt dazu zu betrügen, der Mensch neigt dazu zu hinterziehen und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses Menschenbild, das sagt, der Mensch ist leistungsstark, der Mensch kann und muss und soll sich deshalb vornehmlich selber kümmern. Mit diesem Menschenbild muss man ein Ende machen. Der Mensch ist erstens nicht faul, man muss da wirklich gegenhalten. Der Mensch ist kreativ, wenn man ihn seiner existenziellen Sorgen beraubt, wenn man sie ihm nimmt.
dann setzt er auch was frei, dann ist kein Mensch faul. Und das Zweite halte ich noch für wesentlich wichtiger in der Sozialpolitik, der Mensch und viele Menschen haben ein Recht darauf, dass man sich um sie kümmert, weil es alleine nicht schaffen und weil sie das auch nicht überblicken. Ein Beispiel, Altersversorgung, es ist echt nicht mein Ding. Wenn ich da lauter Versicherungsvertreter an der Tür habe, die mir irgendwas aufschwätzen wollen, ich soll mich mit Kleingedruckten beschäftigen, Versicherungspolicen abschließen und soll mich um meine Alterssicherung kümmern. Das kann ich nicht, das will ich nicht. Was ich will und kann, ich kann in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen und ich will mich darauf verlassen, dass ich am Ende was rauskriege, von dem ich gut leben kann. Und ich denke, auf solche einfachen Dinge haben die Menschen ein Recht. Und da muss sich auch Politik dran orientieren. Das gehört für mich zu einem ja, Menschenbild, was den Menschen zugewandt ist, was human ist, und nennen Sie es von mir aus auch ein linkes Menschenbild. Das gehört für mich dazu. Und darauf aufbauend muss ich dann natürlich ein paar Rechte klarziehen. Ich muss mit dem Ziel, wir hatten es vorhin auch schon genannt, dem Menschen wieder Sicherheit zu geben. Natürlich wird die AfD, die werden gar nicht mal so stark gewählt von den wirklichen Losern. Die gehen nämlich gar nicht zur Wahl. Es sind die Menschen, die Angst haben vor sozialen Absturz. Es sind die Menschen, die Angst haben, in Hartz IV hineinzufallen, die Menschen, die Angst haben, weil sie auch zu Recht wissen, sie kriegen später mal keine Rente, mit der sie irgendwie klarkommen. Es sind die Menschen, die nicht wissen, wie sie die Schulausflüge und den ganzen Schulzeug für ihre Kinder zahlen müssen und so weiter und so weiter. Und deswegen, für mich ganz wichtig, Rente. Rente ist für mich das A und O eines Sozialstaates. Wenn ich Rentnern keine Sicherheit gebe und der jetzigen Generation keine Sicherheit gebe für die Rente, dann wirklich säge ich den Ast ab, auf dem diese Demokratie ist. Da bin ich von überzeugt. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem. Natürlich 53% Rentenniveau. Natürlich eine Mindestrente für diejenigen, die lang eingezahlt haben. Natürlich eine Altersgrundsicherung, von der man sich auch mal erlauben kann, mal wieder einen Kaffee trinken zu gehen, Urlaub zu machen oder anderes. Das muss einfach drin sein im drittreichsten Land dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Und wenn dann gesagt wird, 50 Milliarden kostet das im Jahr 2030, sag mal, was soll das denn? Wir haben über 3 Billionen Bruttoinlandprodukt. Wir haben mittlerweile ein Sozialbudget, das liegt bei 900 Milliarden. Wenn wir 50 Milliarden im Jahr 2000 anheben, 30 nur für die Rente, dann erhöhen wir die Sozialquote gerade mal um 0,8%. Mehr passiert da nicht. Wir dürfen nicht auf diesen Bluff reinfallen, der immer wieder von neoliberaler Seite kommt, sondern das Selbstverständliche zur Ausgangspunkt unserer Politik machen. Auf dem Arbeitsmarkt heißt das natürlich ein Mindestlohn von 12 oder 13 Euro. Warum denn nicht? Schon bei 8,50 Euro haben die uns erklärt, wir würden morgen kein Taxi mehr finden und keinen Friseur mehr und ein Bier kriegen wir auch nicht mehr gebracht, weil alle nur noch dicht machen und der Arbeitsmarkt förmlich zusammenbricht. Es wurde gesagt, 900.000 Arbeitsplätze würden verschwinden. Quatsch, 1 Million sind entstanden. Also das heißt, auch hier nicht blöffen lassen, das Selbstverständliche fördern. Und das Dritte ist im Bereich Hartz IV. Hartz IV muss überwunden werden, ganz klar. Hartz IV ist der Inbegriff für die Menschen an Drangsalierung und Angst. Ist der Inbegriff dieses misanthropischen Zugehens auf den Menschen. Und deswegen ganz klar, da hat der Paritätische überhaupt keine Probleme. Abschaffung dieser unseligen Sanktionen. Wenn wir uns dazu nicht durchringen, dann werden wir auch zu vielen anderen sozialen Projekten nicht den Mut haben. Davon bin ich überzeugt. Dafür zu werben, das macht richtig Sinn. Und deswegen, diese drei Projekte wären für mich extrem wichtig. Wohnungsmarkt, das Programm ist eigentlich auf dem Tisch, was wir durchziehen müssen. Wir verlieren nun mal jedes Jahr 80.000 Sozialwohnungen. Das heißt, wir müssen jetzt bereits hingehen und müssten jedes Jahr 400.000 Wohnungen bauen, davon 100.000 im Niedrigpreissektor. Dass wir das von heute auf morgen nicht schaffen, ist klar. Aber wir müssen irgendwann mal anfangen. Und wir fangen nicht an. Wir bräuchten jedes Jahr 6,5 Milliarden Euro an Investitionen in sozialen Wohnungsbau, um den Bestand zu halten. Wir setzen dieses Jahr gerade mal 3 Milliarden ein. Das heißt, uns brechen die Wohnungen weg. Das heißt, hier muss investiert werden. Mietpreisbremse muss endlich mal scharf gestellt werden. Solange überhaupt keine Strafen in dieser Mietpreisbremse drin sind für die Vermieter, die ganz bewusst betrügen, wird auch nichts passieren. Denn warum sollte ein Vermieter sich dran halten? Das heißt, hier müssen wir wirklich scharf stellen in diesem Bereich. Und ein drittes ganz wichtig, wir müssen hier auch die Systemfrage stellen, wie in vielen anderen Bereichen. Wir müssen die Wohnungsbewirtschaftung, den Wohnungsbau weitestgehend den Profitinteressen entziehen, sonst kommen wir nicht weiter. Das heißt für mich ganz klar, öffentlicher Wohnungsbau heißt für mich auch Wiedereinführung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. War eine Todsünde, den abzuschaffen.
zur Jahrtausendwende und hatten es in das reingeführt, was wir heute haben. Wir hatten zur Jahrtausendwende 1,8 Millionen gemeinnützige Wohnungen bei 2000 gemeinnützigen Wohnungsträgern. Und man hat die deutsche Heimatskandal zum Anlass genommen, weil es viele störte, dieses einfach mal wegzuwischen. Ich denke, wir brauchen wieder einen Wohnungsbau, wo keine Rendite gemacht wird, wo Kostenmieten genommen wird und wo lange dann auch Bindungen da sind, was die Belegung anbelangt. Wenn man diese Dinge durchzieht, in aller Kürze, dann kriegen wir auch einen Sozialstaat, wo Menschenrechte wieder was in der Rolle spielen. Und dann sind die AfD und wie sie alle heißen, ruckzuck wieder weg vom Fenster. Davon bin ich überzeugt. Ich habe nicht verstanden, wo Sie mir widersprochen haben. Ich habe an keiner Stelle gesagt, das Migrationsproblem ist in sich ein Problem. Aber ich finde es auch nicht so, also ich finde es ehrlich gesagt gut, alle diese Sachen aufzublättern, aber das ist ein Heimspiel. You are preaching to the Catholics. Ja, aber wenn ich doch überzeugt bin, was soll ich denn machen? Nein. Auch Problem. Na, Moment. Das alles, was Sie da vorhaben und was ich alles richtig habe, da sind längst ganz andere Mehrheiten im Europaparlament. Sie können das Thema abräumen, das Migrationsthema. Das können Sie abräumen innerhalb der nächsten 4 Monate. Und wenn sich da die Linke mit für einsetzen würde, wäre es toll. Und dann hätten die kein Wahlkampfthema für den Europawahlkampf. Das, was Sie vorschlagen, was ich alles okay finde, und da kann man viel noch drüber sagen, das braucht die nächsten 4, 5 Jahre. Und dann sind die so richtig überall drin. Das heißt, damit schaffen Sie nicht das, was Sie wollten, nämlich im Europawahlkampf, und daran denke ich, das eine schließt ja das andere nicht aus, aber mit dem Programm schaffen Sie den Europawahlkampf nicht, weil der nicht innerhalb von den nächsten 5, 6, 7 Monaten zu machen ist, was Sie jetzt sagen. Das ist eine ganz handfeste Frage. Also, und danach öffnen wir aber wirklich das Podium für die anderen. Gespräch. Ja. Richtig ist doch wirklich, bis zur Europawahl im Mai kriegen wir gar nichts mehr hin. Da bin ich von überzeugt. Aber was wir hinkriegen müssten bis zur Europawahl, dass endlich Politiker wieder glaubwürdig auftreten, da wird schon viel reißen. Ich denke, wenn wir wirklich hingehen und hätten wieder Figuren, das müssen wir mit Ihrem Spitzen besprechen. Aber wenn wir wirklich wieder Leute hätten, die in den nächsten Monaten auch glaubwürdig auftreten, und das ist für mich das A und O, dass die Menschen ihnen auch vertrauen und wirklich eine Perspektive wieder deutlich machen, die sagt, wir bewegen uns in einem inklusiven Staat wieder hinein, eine inklusive Gesellschaft, die mit Ausgrenzungen Schluss macht. Und wenn nicht, sobald Frau Nahles mal einen Vorschlag macht, alte Herren wieder kommen und ihr von hinten in die Beine grätschen. Wenn wir damit aufhören würden, dann könnte man, glaube ich, auch eine Stimmung erzeugen, die für Europa auch wieder Potenziale für demokratische Parteien herstellen könnte. Davon bin ich überzeugt.